Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Ja, wir befinden uns jetzt gerade in der Bonusfolge. Und wie wir aus der letzten Folge wissen, wir wissen den Tatverdächtigen. Und zwar, es ist Butcher. Da wissen wir ja Gnade für Butcher. Aber wir wissen halt nicht, was mit den anderen passiert, wenn wir die verurteilen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Fowler. Oh, wir gucken uns mal Fowler an. Fowler. Nehmen wir erstmal keine Gnade und bestätigen unsere Entscheidung. Mr. Fowler, Sie haben mit Rusko die Bank ausgeraubt und ihn danach wegen des Geldes getötet. Hiermit sind Sie festgenommen. Was? Stimmt nicht. Ich habe niemanden getötet. Wirklich nicht. Haben wir denn alle Hinweise gefunden? Ja, natürlich haben wir alle Hinweise gefunden. Kennen wir auch aus der anderen Folge. Ich wollte euch nur mal testen. Okay. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Wir testen jetzt einfach, wir zeigen jetzt mal alle und... Ja, das war's dann auch schon. Aber das wisst ihr ja. Achso, und für Kapitel 1 und Kapitel 2 kommt die Bonusfolge im Anschluss des Let's Plays. Also quasi, wenn wir die Credits durchlaufen haben, kommt dann quasi die Bonusfolge für Kapitel 1 und 2. Mr. Fowler, ich weiß, dass Sie zu Ruskos Bande gehören und dass Sie sie getötet haben. Was? Stimmt nicht. Ich habe niemanden getötet. Wirklich nicht. Sie haben eine ehrliche Arbeit, führen ein neues Leben. Sie haben böse Menschen getötet und wollten niemandem Schaden zufügen. Sie verdienen eine zweite Chance. Ich lasse Sie laufen. Aber das Geld können Sie vergessen. Das... Was? Oh, ja. Wirklich. Schon vergessen. Ich danke, Sir. Vielen Dank. Warum? Achso, ja, natürlich. Ich würde natürlich dann auch nichts sagen. Dann kannst du ja trotzdem noch 30 Mal sagen, du warst das nicht, aber... Ja, ich weiß nicht, ne? So, Ladebildschirm hier. In der Woche haben wir Ladebildschirm immer... Oh, was habt ihr so ein Let's Play gemacht? Ach, wir waren im Ladebildschirm. Im Ladebildschirm. Okay, so haben wir Fowler durch. Immer diese falschen Tasten. Dann haben wir noch Garrett ist ein Mörder. Damit wir auch alle wirklich durch haben. Mr. Thomas Garrett, Sie sind hiermit wegen Mordes an Rusko und seinem Komplizen, sowie wegen Bankraubs festgenommen. Bravo! Fall gelöst! Genau das, was das Bürgertum an der Macht von Ihnen erwartet. Strengen Sie sich nicht weiter an. Wenn Sie ein glaubhaftes Alibi haben, bin ich ganz Ohr. Warum? Kleine Leute wie wir sind die ewigen Opfer einer korrupten Justiz. Tun Sie Ihre Pflicht, Lakai. Okay. Lakai, du bist mein Lakai. Entschuldigt bitte. Wir müssen eigentlich ein bisschen professioneller wirken, ne? Ach, warum eigentlich? Warum? Ich habe ja nicht mitgekriegt, dass wir X drücken müssen, ne? Tut mir echt leid. Heute war ja schon wieder so ein super Techniker hier von der Telekom. Warum Telekom? Thomas Garrett, Sie haben Rusko und seinen Komplizen getötet, nachdem Sie zusammen die Bank ausgeraubt haben. Das war ja zu erwarten. Doch weil Sie krank sind und das Geld gefunden wurde, werde ich Sie verschonen. Ich brauche Ihre Gnade nicht. Sie sind frei. Auf keinen Fall. Tun Sie Ihre Pflicht. Ich sterbe als Märtyrer des Proletariats. Gehen Sie.
Constable, werfen Sie ihn raus. Dazu haben Sie kein Recht. Die ganze Welt soll sehen, wie Sie einen Unschuldigen einsperren, um die Reichen zu schützen. Ich bestehe darauf, zu bleiben. Wow, okay. Also ich finde das schon cool, ne? Muss ich ehrlich sagen, ne? Immer schön andere Texte und so weiter. Schon nice. Ja, ist schon cool. Irgendwie ist die Tatsache schon echt cool. Ja, doch. Doch, kann man ruhig mal sagen. Hast du gut gemacht. Kriegst du einen Daumen. Okay. So, und damit kommen wir zu der letzten Frequenz. Frequenz? Was ist denn heute los? Und dann haben wir noch Butcher ist ein Mörder. Und damit gucken wir uns nur noch an. Keine Gnade für Butcher. Was? Ach ja, stimmt ja. Der ist ja gar nicht da. Der ist ja gar nicht da. Habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht, tut mir leid. Mr. Holmes? Verabschieden Sie sich von Ihrer Tochter. Wir nehmen Sie wegen Raubes und Mordes fest. Was? Das können Sie nicht. Was wird aus meinem Mädchen? Daran hätten Sie vorher denken sollen. Sie Monster! Was wäre denn alles Geld der Welt wert im Vergleich zum Leben eines Kindes? Ich liebe dich, Maren. Mord ist nie ein Zeichen von Liebe. Kommen Sie bitte mit. Und damit haben wir alle Entscheidungen einmal durchgespielt. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Wie gesagt, für Kapitel 1 und Kapitel 2 kommt im Anschluss des Let's Plays noch die Bonusfolgen. Und ansonsten, Kapitel 5 kommt dann bei Kapitel 5. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Ich hoffe, euch gefällt so die Bonusfolgen-Sachen. Dann kann man sie echt mal beibehalten. Also jetzt ziehen sie auf jeden Fall jetzt durch. Jetzt haben wir damit angefangen. Auf jeden Fall vielen Dank. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes. Also bis dahin. Ciao.